meine sehr verehrten Damen und Herren, einen recht schönen guten Abend. Schön, dass Sie es trotz des Wetters, was glaube ich nicht gerade sehr wirtlich ist und bei dem man sich am liebsten gar nicht auf die Straße begibt, dass Sie es trotzdem hierher geschafft haben und gewagt haben. Hier ist es warm, trocken und ich glaube, wir werden auch eine gute Veranstaltung miteinander haben, eine gute Diskussion miteinander haben. Schön, dass Sie hier sind in der Bibliothek der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, wir haben uns vorgenommen, auch in diesem Jahr den Literatursalon fortzusetzen, also so alle 2 Monate ein Buch und den dazugehörenden Autor bzw. die Autorin vorzustellen, ihnen beides nahezubringen, ins Gespräch zu kommen. Es soll um Bücher gehen, aber nicht nur. Und ich glaube, wir werden auch heute nicht nur über dein Buch sprechen, Dieter. Ja, wir sind eine politische Stiftung. Insofern sind wir durchaus auch Ort für politischen Diskurs. Und die Autorinnen und Autoren, die wir hier einladen, die haben, glaube ich, viel mehr zu sagen als das, was sie aufgeschrieben haben. Ja, heute begrüßen wir Professor Dieter Klein, eines der Gründungsmitglieder der Rosa-Luxemburg-Stiftung, langjähriger Autor, auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, für viele andere Verlage. Wir haben vor gut einem Jahr deinen 90. Geburtstag gefeiert und da habe ich dir damals versprochen, wenn dann das nächste Buch fertig ist, selbstverständlich treffen wir uns dann hier in der Stiftung und stellen das vor, du kannst dich erinnern. Wir haben also unser Versprechen gehalten. Ja, Dieter ist eigentlich seit vielen Jahren einer der klügsten Vor- und Nachdenker der Linken, einer, der anregt zum Diskurs, jenseits auch ausgetretener Pfade sich bewegt, Ideen entwickelt, über die man gerne mit ihm redet, über die wir auch gerne miteinander streiten können. Ich finde, das gehört mit dazu. Was ich allerdings bei ihm wirklich so schätze, ist, dass er einer derjenigen ist, der zeigt, wie man kulturvoll auch miteinander streiten kann. Findet man nicht immer bei der Linken aktuell. Ja, und dein Anspruch war nie nur Wissenschaftler zu sein. Benny Hoff hat mal gesagt, du seist ein intervenierender Wissenschaftler, also einer, der sich dann auch einbringt, der auch dann mahnt, ohne den Zeigefinger zu heben. Und das im Übrigen auch schon lange vor der Wende. Du hast dich mit vielen Disziplinen beschäftigt. Du hast Wirtschaftswissenschaften an der Humboldt-Universität studiert. Du hast dort die Bereiche oder die Disziplinen Soziologie und Demografie mit aufgebaut. Du hast großes Interesse an Geschichte und Philosophie. Du hast in der DDR in der Mitte der 80er Jahre dann die Friedensforschung mit aufgebaut und dich dort eingebracht. Du hast dich intensiv mit Energiefragen, mit Umweltfragen und so weiter und so fort beschäftigt, vielseitig interessiert, aber du kannst an vielen Stellen tatsächlich auch etwas mit einbringen. Und du hast vor allen Dingen zu DDR-Zeiten schon Leitlinien für die Demokratisierung der sozialistischen Gesellschaft mit erarbeitet, gemeinsam mit anderen. Unter anderem mit Micha Brie hast du dieses Projekt Moderner Sozialismus aufgebaut, im Übrigen zu einer Zeit, als die damalige Parteiführung noch der Auffassung war, dass was real existierender Sozialismus ist, ist also das Modernste, was es an Sozialismus überhaupt geben kann. Du hast das durchaus in Frage gestellt, hast es aber positiv für dich auch beantwortet und weitergedacht. Ja, daran hast du nach der Wende angeknüpft. Du warst aktiv in der Erneuerung der SED-PDS dort, hast dich dort eingebracht, in die Programmdiskussion mit eingebracht und dann eben, wie gesagt, auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und dir war auch wichtig, tatsächlich diese Sozialismustheorie weiterzuentwickeln, eine moderne Sozialismustheorie zu entwickeln. Das lässt dich nicht los. Die sozialökologische Transformation, die doppelte Transformation, wurde tatsächlich das, worüber du inzwischen viel geschrieben hast. Einiges von deinen Schriften haben wir dort in das Regal mit eingebaut. Es ist nicht alles, was Dieter geschrieben hat. Da würde noch viel mehr dazu kommen. Ich glaube, wir würden die Bibliothek fast füllen können. Und du hast darüber eben auch in deinem aktuellen Buch geschrieben, Regulation in einer solidarischen Gesellschaft, vom kleinen Buchladen, der heute mit da ist, Kim. Herzlich willkommen hier. Dort kann man das Buch, ich hoffe, du hast noch das eine oder andere Exemplar, kann man das
heute noch erwerben. Ja, das war der kleine Werbeblock jetzt für dich. Ja, ich freue mich auf die Diskussion, auf den heutigen Abend mit dir, mit Ihnen allen. Und ich würde an Effi übergeben. Okay, jetzt habe ich es nämlich fachfraulich ausgemacht gehabt. Ja, Dieter, also auch nochmal von mir herzlich willkommen. Und Dagmar hat schon darauf verwiesen, dass hier so einige Bücher hinter mir Aufstellung gefunden haben. Und da geht schon unsere erste Frage hin. Wir stellen heute dieses Buch Regulation in einer solidarischen Gesellschaft vor. Wie würdest du sagen, oder ist aus deiner Sicht die Stellung dieses Buches zu den anderen Büchern, die du vorher verfasst hast, insbesondere wie das Verhältnis ist zu dem, was ich auch ganz toll fand, Buch Zukunft oder Ende des Kapitalismus, in dem du ja wesentlich Diskursanalyse getrieben hast. Jetzt ist es meines Erachtens mehr so eine positive Darstellung, Regulation in der solidarischen Gesellschaft. Aber wie würdest du so das Verhältnis sehen? So, und vorsichtige Frage, der Bezug auf Bücher vorher. Ja, wie ist dieser Bezug? Also irgendwie fing das, im Grunde genommen fing das an, wo es richtig spannend wurde, in den 80er Jahren mit dem Buch über Chancen für einen friedensfähigen Kapitalismus. Aber darauf will ich jetzt nicht direkt zurückkommen. Aber so aus der jüngeren Zeit war vielleicht ein Buch nicht uninteressant, jedenfalls für mich. Milliardäre, Kassenlehre, wo es darum ging, nachdem man so einigermaßen absehen konnte, wie der neoliberale Kapitalismus läuft, die Frage zu stellen, wo denn dieser anschwellende Reichtum, der ja zweifelsohne immer größer wird, Produktivkraftentwicklung hat ja dieser neoliberale Kapitalismus freigesetzt, wo der eigentlich bleibt. Das ist ja nicht eine ganz uninteressante Frage. Und wenn man dann den Bezug zu heute hat, unter den verschiedenen Verbleiben, war schon damals ganz klar, Rüstung und Krieg fressen enorme Teile von Reichtum. Und die Zerstörung der Umwelt ist der sicherlich größte Prozess oder schrecklichste Prozess, der Reichtum zerstört in unserem Jahrhundert. Und dann kam, ja, was kam dann? Ja, dann kam die Krise 2008, 2009. Und da lag in Auseinandersetzung mit der zunächst mal Behauptung, das ist falsche Wirtschaftspolitik gewesen, insbesondere in den USA, nahe aufzurufen, dass das eigentlich im tiefsten in den Grundstrukturen des Neoliberalismus überhaupt wurzelt. Und da entstand dann das Buch, wohin es geht, wenn es so weitergeht. Und daraus ergab sich denn was? Ja. Nee, dann kam eigentlich die Frage, wenn der Neoliberalismus nicht so schön ist, wie kann denn ein linkes strategisches Konzept aussehen, was aus ihm rausführt? Und da entstand dann das Buch Das Morgen tanzt im Heute, und das meinte, den Versuch zu machen, eine linke Erzählung, ein Umriss von dem, was das Morgen sein könnte, was demokratischer Sozialismus, demokratischer grüner Sozialismus sein könnte, herzustellen, aber zu fragen, wie kommt man da hin? Und dann in Auseinandersetzung mit den ganz wichtigen Reformen, mit denen man weiterkommt, aber nicht dahin kommt, und mit Revolution, die so nicht funktioniert hat, zu überlegen, wie denn der Weg dann aussehen könnte. Und da kam dann Transformation in den Blick. Und für mich das Konzept einer doppelten Transformation. Das war für mich so das Kernstück von theoretischer Arbeit zu dem Weg zu einem demokratischen Sozialismus, nämlich die Überlegung, dass mitten im Kapitalismus aufgesucht werden muss, wo die Ansätze sind für eine künftige solidarische Gesellschaft. Und dann nicht zu sagen, und danach kommt dann irgendwann Sozialismus, sondern dann zu sagen, und mitten in diesen
gegenwärtigen Prozess im Rahmen des Kapitalismus, der innersystemischen Transformation, muss man danach suchen, wie diese innersystemische Transformation hinübergeleitet werden kann in eine systemüberschreitende Transformation, wie das also ineinander greift und in dem Sinne weder nur Reformen, die ganz wichtig sind, noch der Versuch, mit einem Mal alles umzukrempeln, was wahrscheinlich ins Chaos führen würde, sondern den Versuch einer Synthese, doppelte Transformation. Und dann entstand die Frage, ja, aber wenn über längere Zeit eine Transformation im Rahmen des Kapitalismus käme, da sind ja dann die Herrschenden noch da, was werden die denn machen? Und es entstand das Buch Zerrissene Machteliten. Der Versuch zu überlegen, auf der einen Seite Antworten, die mit Reaktionären, mit Neoliberalen, mit autoritären Formen der Herrschaft und auf der anderen Seite zeichnete sich aber doch ab, es geht auch anders. Und ich habe dann genommen den New Deal als Beispiel und ich bin gleich fertig mit deiner Frage. Ja, ihr habt ja vorher gesagt, red nicht so lange. Und auf der anderen Seite aber die zweite Hälfte der 80er Jahre und die erste Hälfte der 90er Jahre mit den mit den Rüstungskontrollverhandlungen, wo dann die Tauben sich gegen die Falken in den USA durchsetzten und wo man sah, es ist möglich, dass die Herrschenden einschwenken auf einen vernünftigeren als den neoliberalen Kurs. Roosevelt hatte das vorgemacht. Das war ein fundamentaler Bruch, der dann bis in die 70er Jahre hinein einen sozialstaatlich regulierten Kapitalismus den Weg gebahnt hat und getragen hat. Und dann war die Frage, na ja, aber das Ganze befindet sich ja mitten in Prozessen der Auseinandersetzung. Und es war ein Blick zu werfen auf den Diskurs, den wir gegenwärtig haben. Eigentlich liegt mir das gar nicht, immer in dieses Ding reinzusprechen. Es ging mir dann darum, wie stellt sich denn dieser Kampf im ideologisch-geistigen politischen Raum dar und welche Strömungen der Herrschenden gibt es, wie reagieren die? Die sind ja auch außerordentlich changierend. Und was sind auf der anderen Seite die linken Antworten? Und dabei stellte sich heraus, also unschwer heraus, das ist ja noch nichts zu übersehen, die Linken haben eine Unzahl von verschiedenen Ansätzen, die alle durcheinander und gegeneinander gesetzt werden und wo man eine einheitliche Erzählung schwerlich herausfinden kann. Die gibt es eben nun gerade nicht, leider. Die Neoliberalen haben sie und die ganz Rechten haben sie auch, aber wir, die Linke, hat sie eigentlich nicht. Sondern wir streiten uns und setzen die verschiedenen Ansätze gegeneinander, was nicht besonders verträglich ist für eine zukunftsfähige Entwicklung. Naja, und dann rückblickend auf diese Überlegungskette stellte sich für mich die Frage, was sind denn die Hauptdefizite? Eine linke Erzählung hast du dargestellt und andere stellen die natürlich dar und auch viel schöner wahrscheinlich, aber was ganz knapp besetzt ist, ist das Nachdenken über die Regulationsweise einer möglichen künftigen Gesellschaft. Und einer Regulationsweise, die sich ja unterwegs dahin erst herausbilden muss und die heute doch hochaktuell wird. Weil heute tauchen eben enorme Defizite strategischen Denkens auf. Der Ukraine-Krieg ist ja förmlich ein exemplarisches Beispiel dafür, wie wenig in seinem Vorfeld strategisch gedacht wurde, wie wenig geplant wurde. Und das nur auf diesem Feld. Und das gilt ja auch für die ganze Gesellschaft. Also es entstand die Frage, wie könnte denn eine Regulationsweise in einer künftigen Gesellschaft aussehen und wie kann man sich an sie unterwegs heranarbeiten? Wenn ich das mal noch einmal auf irgendeinen Punkt bringen soll, dann glaube ich, habe ich selber versucht, ob man in einer Zeit von gravierenden Umwälzungen nicht gerade dann verpflichtet ist, theoretisch zu arbeiten, also konzeptionell zu arbeiten, sich durchzuarbeiten durch sozusagen jeweils
Gesamtoption. Also ich bewundere sehr meine Kollegen, die auf konkreten Feldern unterwegs sind, ob das Uwe Witt dich besonders auf dem Feld der Energiepolitik ist, wo man ganz konkret vorführen kann, worum es eigentlich in dieser Zeit geht. Nicht um mehr Militär, sondern um ganz was anderes eigentlich und vor allen Dingen. Also ich bewundere diese konkrete, feldbezogene Arbeit sehr, glaube aber, dass es ein Defizit ist, dass wir bei der Gelegenheit die theoretische Arbeit versucht sind, etwas zurückzustellen und die Brücken zueinander schwerlich zu finden. Und ich bedauere auch, du hast ja vorhin gesagt, ich sei ein Vordenker, also das würde ich nie für mich beanspruchen, aber manchmal bedenke ich ja was. Und dann würde mich freuen, wenn meine Parteiführung sich dafür interessieren würde. Tut die aber nicht. Was andere Parteiführungen auch nicht tun, das ist eine allgemeine Grundeigenschaft offensichtlich von Führung, sich für strategische Ansätze in den eigenen Reihen weniger zu interessieren. Ich bedauere das zutiefst. Es bekommt uns nicht gut. Aber ich wollte das mal bei der Gelegenheit sagen. Weil sie ja eigentlich nicht hören. Aber immerhin. Ja. Effi. Danke, Dieter. Da wir heute aufzeichnen und die Aufzeichnung dann auf die Website stellen, werden wir möglicherweise einen kleinen Brief vorbereiten an die Parteiführung und Sie bitten, sich vielleicht diesen Beitrag auch mal anzuschauen. Hinterher dann das Buch noch zu lesen, ich glaube, dann sind wir schon fast perfekt. Und wenn es dann vielleicht noch eine kleine Diskussion mit Dieter gibt, das kann auch im kleinen Kreis sein, wo man einfach mal miteinander redet und mal darüber nachdenkt, wie man auch dieses riesenstrategische Defizit, das die Linke hat, tatsächlich langsam auflösen könnte. Hans Thie ist da, ich sehe ihn, wir haben ja oft miteinander auch gesprochen, genau auch darüber, dass da zu wenig passiert, aber vielleicht geben wir die Anregung einfach mal weiter. Ich würde noch mal zurückkommen, du hast mit deinem Buch möchtest du die Frage beantworten, wie eine sozialökologische Transformation funktionieren könnte. Ich würde da nochmal zurückgehen auf deinen Transformationsbegriff. Du bist jetzt nicht mehr der Einzige, der über Transformation redet. Es sind inzwischen die Konzernchefs, die von Transformation reden. Wenn es um E-Mobilität geht, wird über Transformation gesprochen. Der Begriff hat inzwischen wird missbraucht, denke ich. Inzwischen, wie möchtest du dich abheben mit deinem Begriff von der Transformation? Und dann auch die Frage, wie passt dann die Regulation dazu? Ja, es gibt ja eigentlich zwei Richtungen von Transformationsdiskursen, von denen ich mich gerne abheben würde. Von dem ersten habe ich mich abgehoben ab 1990, als eine ungeheure Welle von Transformationsdiskurs durch die Sozialwissenschaften der Bundesrepublik in Ost und West ging, nämlich dass Transformation bedeutet, der Osten hat West nachzuholen, was der Westen ist. Und Transformation ist die Bewegung des Ostens auf den Westen hin. Das war die herrschende Auffassung. Und wir haben damals Michael Brie und Hans Thie war dabei und andere waren dabei, Effi war dabei. Wir haben dagegen gesetzt, dass wir haben so einen Vergleich benutzt, wenn man auf irgendeinem Planeten landen wollte mit einem Mondgefährt, dann schießt man das nicht dahin, wo der Planet jetzt ist, sondern dahin, wo er eigentlich hingehört und hin sollte. Also der Osten muss natürlich nachholen, ein modernes Potenzial und so weiter, das wussten wir alles. Und der Westen müsste eben auch nicht da bleiben, wo er ist. Aber das hat er sich damals eingebildet und bis zum heutigen Tage. Und in der jüngeren Zeit, in der Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Krieg, da wird das nun ganz eklatant. Da ist ganz klar, in der Auseinandersetzung mit dem Autoritarismus in Russland gibt es nur eine Antwort. Das ist, den Westen so zu behaupten, zu verteidigen, als das schlechthin Gute, freiheitlich-demokratische. Der hat die Transformation nicht mehr nötig. Also das, was damals begonnen wurde, wird heute außerordentlich akzentuiert fortgesetzt. Das ist die eine Deformation des Nachdenkens über Transformation. Und die andere Richtung
ist eben eine Auflösung in einen Allerweltsbegriff, wo eigentlich alles Transformation ist. Also die E-Mobilität ist Transformation und also es gibt eigentlich nichts, was nicht Transformation ist. Alles, was sich an Prozessen der Gegenwart bewegt, ist Transformation. Irgendwie ist das ja auch so, dass irgendwas, was sich enorm bewegt und umwälzt, muss verarbeitet werden in Transformationsprozessen. Aber für mich ist das, was ich von links als Transformation verstehe, ein Aufbruch zu einer mindestens postneoliberalen Transformation, wenn auch noch im Rahmen des Kapitalismus, und die Suche in diesem innersystemischen Transformationsprozess nach systemüberschreitender Transformation in die Richtung eines demokratischen Sozialismus. Ist also ein Kompromiss zwischen Reform und Revolution, weil die Tiefe der Umwälzung, die hätte schon revolutionären Charakter, aber der Prozess, der darf dabei nicht vergessen werden. Ja, so ungefähr. Ja, Dieter, jetzt kommt noch eine Begriffsfrage. Das interessiert mich nun wiederum so ganz besonders, nämlich deinen Begriff der solidarischen Gesellschaft. Welches Konzept von Solidarität unterlegst du hier in diesem Buch? Und vielleicht auch schon so ein bisschen mit Ausblick, wie stehen für dich so diese Begriffe solidarische und sozialistische Gesellschaft zueinander? Ich habe mir fast gedacht, dass du dir das fragst, weil man hier bei der Gelegenheit mal sagen kann, Effi hat nämlich ein schönes Buch von Léon Bourgeois übersetzt aus dem Französischen, Solidarität. Und du kannst das eigentlich viel besser beantworten, das, was du gefragt hast, als ich, weil du schönes Nachwort in diesem Buch viel zuständiger bist für Solidarität und Solidaritätsbegriff. Also großes Kompliment an Effi. Das Buch ist, die Übersetzung lohnt sich wirklich zu lesen. Das Buch, die Übersetzung selber und das Nachwort auch. Man muss ja auch mal Werbung machen dürfen, umgekehrt. Also ich habe das mehr ganz ohne wissenschaftlichen Anspruch eher pragmatisch oft gebraucht. Mal kurzer Rückblick. Wir hatten 2009 im Institut für Gesellschaftsanalyse mal einen kurzen Aufbruch, wo wir glaubten, wir wären gut gewickelt, wenn wir zum Forschungsschwerpunkt machen würden, die Arbeit zu einer neuen solidarischen Gesellschaft. Und wir glaubten, dass das ein Kernbegriff und integrierender Begriff für die uns vorschwebenden progressiven Entwicklungen in unserer Zeit sind. Wir waren konfrontiert mit der Diskreditierung des Begriffs demokratischer Sozialismus. Und manche von uns haben geglaubt, es hat einen Sinn, changieren zu sprechen, mal von demokratischem Sozialismus und mal von solidarischer Gesellschaft, diese Begrifflichkeiten ineinander zu schieben, um deutlich zu machen, dass das, was die Grundhaltung im demokratischen Sozialismus sein müsste, müsste sein eine solidarische Haltung. Weil nur unter der Voraussetzung einer solidarischen Haltung vorstellbar ist, dass für jede und jeden sozial gleicher Zugang zu den Grundbedingungen individueller Persönlichkeitsentwicklung gesichert wäre. Also Individualitätsentfaltung nur unter der Voraussetzung der Solidarität mit anderen. Sodass eine Grundhaltung, das sozialistische Grundhaltung, solidarische Grundhaltung wäre. Aber wir haben dann sind davon wieder weggekommen. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig gut war. Wir hätten auf dem Pfad möglicherweise weiterarbeiten sollen und weiter die Beziehung zwischen demokratischem Sozialismus und Solidarität ausloten sollen. Aber na gut, wir haben es nicht gemacht. Also, sagen wir mal so ganz für uns selber und nicht weniger für die Gäste. Manchmal würde es gar nicht so falsch sein, wenn man mal zurückgeht
in die eigene Geschichte der eigenen Institution, was es alles schon gegeben hat und woran noch anzuknüpfen wäre, wenn man ein Gesamtgebäude bauen will. Wobei ich ja zugebe, das fällt einem, der ziemlich alt ist, viel leichter als denen, die neu dazugekommen sind. Denn wie sollen die sich erinnern daran, dass wir schon mal an irgendwas waren? Also da sehe ich einen großen Vorteil von 91 Jahren. Effi. Ich danke dir, Dieter, auch für den kleinen Werbeblock. Und deine Idee, die du eben entwickelt hast, dass man mal zurückschaut auf die Geschichte der Institutionen, was gab es schon an Vorschlägen ideeller Natur, darauf werden wir sicherlich zurückkommen können auch. Ja, Dagmar, vielleicht die nächste Frage. Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf deine Fragestellung zurückkommen in dem Buch, wie eine sozial-ökologische Transformation funktionieren, gelingen könnte. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit dir, dass dich immer wieder umgetrieben hat, dass du gesagt hast, es gibt Chancen, es gibt Wege, es gibt das Heute ist oder das Morgen ist schon erkennbar, das Morgen tanzt im Heute, es gibt Möglichkeiten schon heute sozusagen Transformationsprozesse auf den Weg zu bringen. Du hast von Transformationspotenzialen gesprochen, von Einstiegsprojekten gesprochen. Wo siehst du die? Welche sind das? Ist mal auch weniger der Gegenstand von diesem Buch, aber macht ja nichts. Wo ich diese Potenziale sehe. Zum Hintergrund mal nochmal, das haben wir ja schon bei Marx, dass er von den Keimformen des Kapitalismus, des Sozialismus und Kapitalismus spricht, davon, dass es darum geht, diese freizusetzen und auszuschöpfen. Der alte Engels hat das ganz besonders betont, dass das gegebene System parlamentarische Möglichkeiten bietet, die man ausschöpfen muss und so weiter. Ernst Bloch hat das dann in vieler Hinsicht auf einen schönen Begriff gebracht, wenn er von Vorschein spricht, also von dem Aufscheinen des künftig Möglichen im Gegenwärtigen. Ich habe das dann in diesem Buch, Das Morgen tanzt im Heute, mal versucht, so ein bisschen anschaulich zu machen. Ich habe damals zurückgegriffen auf einen Roman von McCollum über den großen russischen Tänzer Nureyev. Und der erzählt von dem Nureyev, erzählt von diesem kleinen Jungen, der in einer sibirischen Karte auf lehmgestampftem Boden groß wird und mit großen, viel zu großen Stiefeln versucht, dort zu tanzen. Irgendwie hat diesen kleinen Knirps mal die Idee des Tanzens erwischt und er hatte auch irgendeinen Kontakt zu irgendeiner ehemaligen Ballerina. Und er müht sich zu tanzen und macht dabei eine absolut lächerliche Figur in den Augen derer um ihn herum. Er tritt mal im Casino, in der Fabrik auf und wird dort ausgelacht. Es gibt nur einige, ganz wenige, die spüren diese gewisse Aura, dieses Flair in diesem kleinen Kerl, der da mit Leidenschaft sich in Tanzschritte hineinwirft. Und die spüren im Ansatz das, was überhaupt eigentlich noch gar nicht zu sehen ist. Sie spüren das, was er mal wird. Natürlich haben sie das nicht in einer konkreten Vorstellung gehabt. Er wird nämlich einer der ganz großen Tänzer, der auf allen Bühnen der Welt auftritt, in allen Opernhäusern, in allen Konzerthäusern, vor den Königshäusern dieser Welt. Das, was zunächst mal nur im Vorschein fast nicht erkennbar wurde, hat sich zu dem aus dem noch nicht Gewordenen entfaltet, zu dem wirklich Möglichen. Also das ist sozusagen das Bild, mit dem ich versucht habe zu arbeiten, das Morgen tanzt im Heute. Ist ja immer nicht schlecht, wenn man mit irgendwelchen literarischen Bildern arbeitet. In einem anderen Buch habe ich mal versucht, also in dem Buch von den zerrissenen Machteliten, wo es ja darum geht, den Machteliten Spiegel vorzuhalten, das, was sie nicht leisten. Und da fiel mir ein Büchlein von Marc Aurel, dem Philosophenkaiser,
von vor fast 2000 Jahren in die Hand. Und der hat seinen Eliten die Leviten gelesen. Und man konnte sehr schön im Spiegel von Marc Aurel den heutigen Eliten vorführen, was sie alles nicht machen. Aber das war jetzt ein Abweg. Es ging mir um den Vorschein. Naja, was sind solche Vorschläge? Also nehmen wir zum Beispiel den gesamten Care-Sektor, den gesamten Sektor von öffentlichen Dienstleistungen, die am besten eigentlich in Gemeinwohlhand funktionieren, weil sie sonst ja nicht das garantieren, was sie garantieren sollen, nämlich den kostenlosen oder bezahlbaren Zugang von jeder und jedem zur Grundvoraussetzung eigener Persönlichkeitsentfaltung. Also dieser Sektor der öffentlichen Dienstleistung ist par excellence ein Vorschein einer künftigen Gesellschaft, weil er unabhängig vom Profit funktioniert, wenn er gut funktioniert, weil er für jeden zugänglich ist, weil er auch ökologischer funktioniert als massenhafter Verbrauch von Ressourcen. Er verbraucht natürlich auch Ressourcen, aber nicht so wie die Steigerung von Massenkonsumgütern stofflicher Art. Und er bietet Möglichkeiten der Selbstentfaltung, Selbstbestimmung über das, was die Leute wirklich brauchen. Deswegen ist es ja ein Sektor der öffentlichen Dienstleistung, humanorientierter Dienstleistung. Also das ist zum Beispiel so ein Ansatz. Aber auch der gesamte Sektor, der Non-Profit-Sektor überhaupt, der muss ja nicht immer auf humanorientierte Dienstleistungen zielen. Der Solidarsektor, der in den Nischen des Kapitalismus funktioniert, nach anderen Maßstäben als Gewinnmaßstäben, ist solch ein Ansatz. Aber natürlich ist auch die feministische Bewegung ein Ansatz von dem, was Sozialismus ausmachen wird, nämlich die Gleichstellung der Geschlechter. Also ich sehe eine Vielzahl von heutigen Ansätzen. Also überhaupt die Demokratisierungsprozesse sind natürlich im Moment eingebaut in die Integration von Demokratisierungsformen als Herrschaftsform. Aber der Potenz nach ist die Demokratisierung ein Ausgangspunkt für dem, was Sozialismus eigentlich für sich beansprucht. Ja. Ja, du hast jetzt schon Stichworte genannt wie Literatur und bist doch sehr ins Poetische schon gegangen, würde ich sagen, auch mit der Darstellung dieses kleinen Jungen. Du hast vorhin schon diesen Begriff der großen Erzählung erwähnt. Da möchte ich jetzt anknüpfen. Du sprichst ja von der Notwendigkeit einer großen Erzählung als einem wesentlichen Element der sozialökologischen Transformation. Jetzt meine Frage an dich. Du machst ja da große Bezüge. Es gab die großen Erzählungen der Bibel. Es gab, wissen wir alle, das Manifest, sozusagen die große Erzählung von Marx und Engels, wenn man so will. Ist es heute eigentlich vorstellbar, dass so eine große Erzählung, also ein Kompaktangebot, entworfen wird? Oder müsste man es sich nicht so ein bisschen so vorstellen wie so eine Mikrophysik? Entstehen da Mikroerzählungen, die sich sozusagen vernetzen über die Medien, die sozialen Medien? Welche Vorstellung hast du davon, wenn du von so einer großen Erzählung sprichst? Wer wäre der Autor oder wer wären die AutorInnen jetzt mit Sternchen oder was weiß ich? Ja, das würde mich interessieren. Sicher ist der Autor, die Autorin sind nicht die Parteiführungen oder die Gewerkschaftsführung oder irgendwelche Führung, obwohl es denen gut täte, sich Expertengremien zuzulegen oder demokratische Institutionen und Foren, denen sie zuhören, wenn dort Erzählungen entstehen. Aber worauf ich hinaus will, also auch die Bibel, weil du von der Bibel sprichst. Die Bibel ist ja nicht entstanden, weil sich einer hingesetzt hat und einen großen Entwurf gemacht hat von der Bibel, sondern die setzt sich ja aus einer Unzahl von kleinen Erzählungen, Begebnissen zusammen, die als Mosaik eben die Bibel als eine große Erzählung
mit einem Zentrum, Gott oder der Name, sich darstellt. So denke ich auch heute, eine moderne linke Erzählung, also die Erzählung der Neoliberalen ist nicht entstanden aus der Erzählung der vielen über das, was sie sich wünschen, sondern die ist in exquisiten Gremien, die Mont-Pèlerin-Gesellschaft hat die dann zusammengefasst. Das ist auch eine intellektuelle Kopfgeburt von Hayek und Friedman und anderen. Und die Rechtsradikalen haben ja auch ihre Vordenker, die ihnen ihr Völkisches erzählen. Aber eine linke, moderne Erzählung entsteht sicherlich aus den Wünschen, Träumen, konzeptionellen Entwürfen, in den Bewegungen, aber auch in Parteien, bei den Bürgern, in den Initiativen, in den Projekten, sagen wir mal, die Komponente einer modernen linken Erzählung, die den sozial-ökologischen Umbau im Zentrum sieht, entsteht natürlich auch in den Projekten von Energiewende, von Energiegenossenschaften und so weiter, entsteht also durchaus von unten. Aber ich denke schon, dass es dann auch die Aufgabe von Intellektuellen ist, diese vielen Impulse unterschiedlichster Erzählungen nicht auszulöschen durch eine eigene Erzählung, durch einen eigenen Entwurf am Schreibtisch, sondern aufzunehmen, zu verdichten, zusammenzuführen und daraus eben die Umrisse einer modernen Erzählung zu machen, die dann sozusagen die Hauptkonturen hervorheben aus der Fülle der Erzählungen, die damit aber nicht wegfallen, sondern die der Untergrund, der Hintergrund sind für eine große Erzählung und immer wieder auch ihr Stützpunkt sein müssten, weil eine linke Erzählung, die sich abheben würde von dem, was die Leute sich sowieso wünschen, wäre keine mobilisierungsfähige Erzählung. Also ich glaube, es gehört die theoretisch-konzeptionelle Arbeit dazu und die fehlt uns bitter. Also das ist jetzt auch an die Adresse von Intellektuellen gerichtet. Obwohl daran gearbeitet wird, Klaus Dörre mit seiner Truppe in Jena arbeitet daran, andere arbeiten daran, im Umfeld der Prokla wird daran gearbeitet, es gibt diese Arbeit natürlich, aber wir können nicht sagen, dass wir da schon ausreichend weit sind und können schon gar nicht sagen, dass die Linke etwa so weit wäre, dass ihre Protagonisten, Erzählungsträger sich zusammentun und miteinander versuchen abzugleichen, was das eigentlich Wichtigste miteinander ist, sondern wir haben leider die erbitterten Kämpfe darum, was die richtigen Ansätze und was die falschen Ansätze sind, als wenn nicht eine große Erzählung die unterschiedlichsten Gesichter hätte, die aber miteinander auf einige wenige Stränge zusammenzubinden wären. Intellektuellen sozusagen nicht als Dichter, sondern als Verdichter, würdest du, ne? Gut, sehr interessant. Könnte dann das nächste Buch sein. Ich lese aus deinem Buch so ein bisschen heraus, dass diese Zeit, in der wir gegenwärtig leben, diese multiplen Krisen, die Reaktionen drauf, Entwicklung von Zivilgesellschaft, der Umweltbewegung, Fridays for Future und so weiter, mit ihren Losungen unter anderem System Change, not Climate Change, dass du ein bisschen die Hoffnung hast, also das lese ich jedenfalls raus, die Hoffnung hast, dass die Chance heute für eine Erzählung, die irgendwann auch Sozialismus heißen könnte, demokratischer Sozialismus, grüner Sozialismus, wie auch immer, dass die Chancen heute besser sind. Der Spiegel hat in diesem Jahr ist mit dem ersten Titel gekommen, hatte Marx doch recht, warum der Kapitalismus so nicht mehr funktioniert.
fragt dann allerdings, wie er sich erneuern lässt. Also dabei bleibt der Spiegel dann stehen. Der geht nicht in eine wirkliche gesellschaftliche Alternative. Aber unter anderem wird dort eine Studie dargestellt, nach der etwa die Hälfte der Befragten heute tatsächlich sagt, dieser Kapitalismus kann diese Krisen nicht mehr lösen. Und dass es immer mehr vor allen Dingen auch junge Leute gibt, die nach Alternativen suchen und bei denen der Begriff Sozialismus nicht mehr so igitt ist, also darüber redet man nicht, den wollen wir nicht, sondern dass durchaus da auch hingeguckt wird, näher hingeguckt wird, was das heute sein könnte. Ja, das ist ja zweifelsohne seit einigen Jahren so. Diese Mehrfachkrise, die ist so offensichtlich geworden, dass man gar nicht mehr daran vorbeikommt, dass ja, es ein Nachdenken darüber gibt, ob der Kapitalismus wirklich die Zukunft ist. Deswegen habe ich ja eins meiner Bücher auch Zukunft oder Ende des Kapitalismus genannt und dann daran eine Diskursanalyse geschlossen, um in das Zentrum der Diskursanalyse genau diese Frage zu stellen. Und in den letzten Jahren, das ist für Linke ermutigend, ist sozusagen ein Diskurs über die Möglichkeit eines demokratischen Sozialismus oder Ökosozialismus, oder wie immer man das nennen will, wieder, es ist wieder hoffähig geworden. Also nur nicht ganz richtig hoffähig, aber doch immerhin im Vergleich zu vergangenen Zeiten normaler darüber zu reden, darüber zu diskutieren, und es entstehen wieder mehr Arbeiten. Ganz charakteristisch dafür ist, es gibt, weil du den Spiegel hier eben bei der Hand hattest, die Ulrike Herrmann, die bei der Taz arbeitet, die schrieb vor 3 Jahren ein Buch, und das hieß Kein Kapitalismus ist auch keine Alternative. Und in diesem letzten Jahr hat sie ein Buch geschrieben, Das Ende des Kapitalismus. Das ist ganz charakteristisch. Innerhalb von 3 Jahren hat die sich ganz schön gedreht. Wobei das, was sie denn darunter versteht, also darüber kann man dann sicherlich streiten. Aber immerhin, das ist so eine, so eine Markierung. Da entwickelt sich irgendwas. Und da gibt es einen Boden, auf dem Linke arbeiten können, wenn sie die Leute nicht ständig verschrecken würden. Nur wenn wir den Diskurs eben so führen, dass wir uns wechselseitig hübsch bekämpfen, dann wird wohl die Diskussion über einen demokratischen Sozialismus eher abschreckend. Aber das ist ja nicht zwangsläufig so, sondern also bei mir enden meistens die Bücher in der letzten Zeit damit, dass es irgendwie im Schlusskapitel eine Überlegung gibt über eine Erneuerung der politischen Kultur der Linken. Weil mir das unabdingbar scheint. Man muss sicherlich über ganz viele Dinge, wie Planung aussehen könnte, wie sie sich entwickeln könnte, wie sie wie Differenzen zwischen Plankonzepten und Marktsignalen bearbeitet werden können. Das muss man alles machen. Aber wenn man sich dabei zankt wie die Kesselflicker, dann wird man die Leute trotzdem abschrecken. Und also überall, wo ich rede, ist meine Beschwörung, hört auf mit diesem erbitterten Streit, als wenn es keine Brücken gäbe zwischen unterschiedlichen Sorten von Linken. Sucht euch nicht immer irgendeinen Sündenbock aus, der verprügelt wird. Und ich habe die Erfahrung, dass die Leute ganz glücklich sind, wenn es einer sagt. Weil sie schon längst das Gefühl haben, dass es wirklich nicht mehr zu ertragen. Was war die Frage? Die Hoffnung auf Marx, auf den Sozialismus, dass das, wie gesagt, mal wieder auf die Titelseite geschafft hat vom Spiegel, ist möglicherweise das eine. Aber die Frage ist ja tatsächlich eher, erschaffen wir es, einen solchen Diskurs hinzubekommen? Kommt der an? Also wird der angenommen, und kann man tatsächlich inzwischen auch durchdringen, indem man zum Beispiel wieder über Sozialismus spricht, über eine gesellschaftliche Alternative spricht? Ja, ich glaube schon, ihr hört zweierlei dazu. Auf der einen Seite bedarf die Linke natürlich auf konkreten Feldern machbarer, realistischer Vorstellungen, mit welchen Schritten man vorwärts kommen könnte. Also es wird
Eine der jüngeren Diskussionen ist die Diskussion über Wasserstoffstrategie. Und da finde ich, wenn dann Uwe, weil du sitzt hier mir so gerade im Gesicht und dann, und außerdem finde ich das immer gut, was du schreibst, wenn dann einer kommt von der Linken und in der Lage ist, darzustellen, was eine linke Umgangsweise mit diesem Problem Wasserstoffstrategie ist, dann gehört das einfach dazu, die Linke muss etwas anbieten können. Sie muss was anbieten. Ohne Angebote auf konkreten Feldern ist nichts. Aber auf der anderen Seite müssen die konkreten Felder sozusagen überwölbend auch zusammengebunden werden zu einer Gesamtvorstellung und Gesamtstrategie. Das war ja meine Rede vorhin. Also ich glaube, wenn die Linke, und sie hat ja gar nicht so wenig Konzepte auf bestimmten konkreten Gebieten, in der Lage wäre, die immer wieder ins Gespräch zu bringen. Aber ich beobachte dann, jeder hat so sein Steckenpferd von linken Politikern. Und da kann er in die Talkshow gehen, wo er will. Er redet nicht über das, was irgendwie eine Einigungsposition ist, die man sich erarbeitet hat. Sondern jeder redet über seine Spezialstrecke oder über seine Spezialleidenschaft. Und das immer nebeneinander. Und auch wenn das was Vernünftiges ist, reicht das nicht aus. Es müssen immer die Brücken geschlagen werden zu dem, was das Gemeinsame ist. Und wenn man sozusagen die konkrete Arbeit an konkreten Projekten, an konkreten Initiativen auf den verschiedenen relevanten Feldern zusammenbindet, mit Brückenschlägen zu dem, was das Ganze ausmacht, also als zum Beispiel in der Stiftung, war hier aber schon ein Weilchen her, eine Tagung, da ging es um Care-Arbeit. Und da sind ungefähr 60 Individuen und Gruppen zusammengekommen, 3 Tage lang. Die haben gearbeitet, also die haben sich ausgetauscht über Care-Arbeit. Und das waren Selbsthilfegruppen von Demenzerkrankten, das waren Kindergärtnerinnen, das waren Verdi-Leute, die an den Kämpfen der Pflegekräfte der Charité beteiligt waren, das waren Vertreterinnen der Prostituierten in Hamburg. Also es waren alle möglichen Care-Ecken, die es überhaupt gibt. Und die haben da 3 Tage lang miteinander geredet und eigentlich hat jeder zunächst mal nur seine Kummer, seine Sorgen ausgebreitet. Und dann stellte sich irgendwie im Laufe der Zeit heraus, alle leiden unter der Unterschätzung dieser ganzen Sphäre. Alle leiden darunter, dass diese Sphäre unzureichend finanziert ist. Alle leiden unter den diskriminierenden Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen. Und es ergab auf einmal, dass es Gemeinsamkeiten gibt, die, wenn man sozusagen ein sozialistisches Konzept für Care-Arbeit entwickelt muss, beachtet und bearbeitet werden müssen. Es gab sich dann ein bundesweiter Zusammenhang und ein Teil davon hat sich auch gehalten. Also ich stelle mir schon vor, es geht immer um konkrete Projekte, Initiativen, an denen zu arbeiten ist, wo sich Leute selbst ermächtigen, ihr Leben zu verbessern und das der Gesellschaft und zugleich Brücken zu schlagen zu dem Allgemeineren, in diesem Zusammenhang zu dem Problem, dass in der Gesellschaft die Sphäre der öffentlichen Dienstleistung ein ganz gravierendes, strategisches, erstrangiges Gewicht bekommen müsste, wenn wir zum Sozialismus hinkommen wollen. Und die Frage, weshalb es da sozusagen privatisiert worden ist und welche Folgen die Privatisierung hat, das hat dann auch eine Rolle gespielt in den Diskussionen und hat dann sehr schnell zum Gemeinsamen auch gefunden. Und da wären wir ja auch bei Regulation, so wie du sie unter anderem auch mit vorschlägst. Ja, Dieter, jetzt noch eine gar nicht so schöne Frage, die uns ja wahrscheinlich alle bewegt. Vor ziemlich genau einem Jahr hat die russische Armee die Ukraine angegriffen. Du beginnst in deinem Buch, du nimmst als Ausgangspunkt noch die Corona-Pandemie, ne? Sie ist zunächst Ausgangspunkt deiner Fragestellung nach den Kapazitäten des gegenwärtigen Kapitalismus, der offensichtlich nicht in der Lage ist, sie zu bewältigen. Wenn ich dir jetzt aber noch mal frage, du hast ja den Begriff des Krieges auch schon erwähnt gehabt vorhin, welche Rolle aber dieses Verhältnis von Krieg und Frieden in deinen Analysen spielt,
es ist ja viel zu finden. Der New Deal in den 1930er, 40er Jahren ist nicht umsonst gerade in Kriegszeiten in den USA dominant geworden als Politikkonzept. Du hast ja auch bei der Darlegung, jetzt komme ich nochmal auf diesen Begriff der großen Erzählung zurück, die Bewahrung von Natur und Frieden als eines der Hauptelemente in einer solchen künftigen Erzählung aufgezeigt. Aber wenn du vielleicht noch mal grundsätzlich was sagen würdest, welche Rolle spielt diese dramatische Frage nach dem Verhältnis von Krieg und Frieden auch für deine Überlegungen hinsichtlich einer solidarischen, möglichen zukünftigen Gesellschaft? Also ich habe eigentlich immer in diesen Büchern, vor denen vorhin die Rede war, zwei zentrale Punkte bearbeitet. Sicherlich nicht immer ausreichend und so, aber immerhin. Und das eine war, drehte sich um Krieg und Frieden. Das fing mit diesem Buch an, das war 1985 fertig und hat dann zwei Jahre sich durchquälen müssen, weil nicht so beliebt damals, bis 87 erschienen ist, Chancen für einen friedensfähigen Kapitalismus. Da war für mich also wirklich das die zentrale Frage. Ob der Kapitalismus Chancen bietet, könnte man ja gegenwärtig sagen, offensichtlich nicht. Aber man muss ja unterscheiden zwischen Friedensfähigkeit und einem genügend großen Druck, der diese Fähigkeit zur Realität von Friedfertigkeit macht. Und ich habe damals plädiert dafür, den Kapitalismus für friedensfähig zu halten. Und in dieser Zeit der 80er Jahre, der Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen, wurde dieses Konzept ja auch, nicht mein Konzept, aber dieses Konzept der gemeinsamen Sicherheit tragfähig. In der jüngeren Zeit, also ich arbeite ja nach dem Buch auch ein bisschen weiter, jetzt bin ich eigentlich im Moment bei der Frage, ob nicht am Platze wäre, in dieser Situation, wo die absolut dominierende Denkrichtung ist, die Ukraine muss siegen und das muss militärisch gelöst werden. Dass man genau in der Situation, in der also Abschreckung, militärische Abschreckung, das herrschende Konzept zu sein scheint oder sein soll, wir die Pflicht haben, zurückzudenken, dass es schon mal eine entwickelte, andere Gegendoktrin gab, nämlich das Konzept der gemeinsamen Sicherheit. Also eines Konzepts, das davon ausgeht, dass man mit der Gegenseite verhandeln kann, dass man mit ihr gemeinsame Interessen suchen muss, dass man miteinander reden muss, dass es dabei dann um Abrüstungsfragen geht, um strukturelle Angriffsunfähigkeit gehen muss und so weiter. Also ich bin der Überzeugung, dass es wirklich jetzt am Platze ist, nochmal auf diese Konzeption der 80er Jahre zurückzugreifen, natürlich in angemessener Weise, in modifizierter Form, argumentativ dazu, dass wir ein ganz anderes Russland haben als damals die Sowjetunion unter Gorbatschow. Das ist alles wahr. Aber mich bewegt schon ganz außerordentlich die Frage danach, wie denn heute Lösungen möglich sind. Und ich beobachte, dass doch in der letzten Zeit ein gewisses Drehmoment auftritt, wo ehemalige Bundeswehrgenerale, wo Leute, die der Regierungsberatung relativ nahestehen, oder wo der Fraktionschef der SPD im Bundestag auf einmal danach suchen, was denn vielleicht möglich wäre an Verhandlungen anstelle von mehr Rüstung. Es tut sich da was. Es wird unterdrückt, verfolgt, verfemt, so zu denken. Aber es gibt Signale dafür, dass sich da was bewegt. Und für mich ist das eine der ganz zentralen Fragen, die für die kommenden Jahrzehnte entscheidend bleibt. Aber die andere, wahrscheinlich die Jahrhundertfrage, ist natürlich die Umweltfrage. Sodass auch in den Büchern meistens ein Kapitel als sozusagen das exemplarische Kapitel, ob die konzeptionellen Überlegungen tragfähig sind oder nicht, für mich immer
das Umweltfeld, das Klima, die Klimaproblematik ist, um darüber nachzudenken und auf dem Gebiet Akzente zu setzen, weil und das gehört ja auch zusammen. Ich meine, wenn man mal ein bisschen an die Wurzeln zurückgeht, dann ist der Kapitalismus, Akkumulationstheorie, Marx, Profit getrieben, Konkurrenz getrieben, zur Akkumulation verurteilt, also zum Wachstum verurteilt. Und dieses Wachstum zerstört die Umwelt. Das ist ganz eindeutig so. Und gleichzeitig trägt dieses Wachstum auch immer wieder Expansion, trägt geostrategische Zielsetzungen der großen Mächte, die sich dabei in die Quere kommen, sodass die gemeinsame Wurzel, das akkumulationsgetriebene Wachstum auf der einen Seite zur Expansion führt, die in Kriege mündet, also zumindest aber in Rivalitäten der großen Mächte und auf der anderen Seite die Umwelt zerstört. Das hat einen und denselben Schnittpunkt. Und so gesehen beschäftigen mich diese beiden Schnittpunkte und die gehören zentral zusammen. Nicht nur, weil Krieg die Umwelt zerstört, das ist sozusagen die oberflächliche Erscheinung, sondern weil die Strukturen des Kapitalismus beides hervortreiben. Die Umweltzerstörung und die Zerstörung durch Krieg, der dann wiederum mit der Umweltzerstörung in Wechselwirkung tritt. Wenn Klimaprobleme zum Beispiel in Afrika zu Klimawandlung führen und das wieder zu militärischen Konflikten führen, führen dann auch die Umweltkonflikte wieder zurück zu militärischen Konflikten und die umgekehrt wirken die Umwelt zerstörend ein. Ja, also ich weiß nicht, ob du das so gemeint hast, also wenn du mich dazu bringen wolltest zu sagen, das Wichtigste sind heute Krieg und Frieden und Umwelt, dann habe ich das jetzt gesagt. Ja, ich denke, ich bin sehr erfolgreich heute schon. Dagmar, ja, bitte. Ja, also ich denke, das ist genauso auch angekommen. Im Übrigen so ein klares Wort wie das von Lula hätte ich mir von der Außenministerin der Bundesrepublik gewünscht. Da ist es nicht gekommen. Aber das sind dann Worte, die tatsächlich nicht versteckt werden können, sondern die eben dann durch die Nachrichten auch gegangen sind. Und ich glaube, die ermutigt haben, die sich heute gegen diesen Krieg auch stellen. Ja, wir haben viele Fragen hier gestellt. Wir haben eine ganze Reihe angerissen, haben Ihnen hoffentlich ein bisschen Lust gemacht, das Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen und vielleicht jetzt auch Fragen zu stellen. Das heißt, wir möchten Ihnen auch die Gelegenheit geben, die eine oder andere Frage, die Sie haben oder Bemerkung, die Sie machen möchten, gerne jetzt auch zu machen. Das ist also nicht nur wir drei hier vorne etwas vorführen. Ja, wer möchte gern? Wir zeichnen auf. Wir müssen also, Hans-Tiek, glaube ich, du hast damit kein Problem. Ja, Dieter, vielen Dank. Das waren wieder so viele Anregungen, dass man es nicht leicht hat, die in einer zielführenden Frage zusammenzufassen. Aber das geht vielleicht auch nicht. Aber das, was du zuletzt gesagt hast, oder die Frage nach dieser Erzählung, also dass die Menschen in dieser krisengeschüttelten Welt, die im Inneren wie im Äußeren Krise und Konflikte erzeugt, die, was das soziale und wirtschaftliche Wachstum anbetrifft, Unsicherheit und Zukunftsangst erzeugt. Dass eine Erzählung doch diese Befindlichkeiten der Menschen erstmal wirklich aufnehmen muss. Ja, so ist es ganz klar, dass eine Erzählung von einer Welt erzählen muss, in der Frieden herrscht, in der die Umwelt blüht, in der auch die Menschen keine Angst zu haben brauchen, an einen Morgen zu denken, an die Zukunft ihrer Kinder zu planen und so weiter. Das müsste natürlich ein wichtiges Element einer solchen Erzählung sein. Im Moment drängt sich das doch auf bei der jetzigen Situation, bei dieser Kriegsangst, die die Menschen ja nun haben, bei der Umweltangst, die die Menschen haben, bei der Zukunftsangst, die die Menschen haben. Also das ist doch so viel Rohstoff für eine Erzählung, dass wir tatsächlich einen Verdichter brauchen, wobei der etwas mehr zu leisten hätte als zu verdichten, sondern das erinnert mich an das, was Klaus Dörren neulich gesagt hat. Also wir müssen uns auch noch mal überlegen, ob die etwas abfällige Meinung, die viele von uns noch beim Thema Utopien haben, ja, natürlich auch im Wissen um Engels, nicht?
Ob wir uns da noch mal Gedanken machen müssen, wieder mit utopischen Vorstellungen zu arbeiten, die natürlich die Naivität des früheren Utopismus ablegen, die aber doch im Grunde genommen einen neuen Sound erzeugen können, der bei uns Sozialisten so ein bisschen abhanden gekommen ist, bei unserem Realitätsbezug und unserer Art und Weise, über Realitäten nachzudenken. Also wie ist das möglich, dass wir dann noch mal so einen Brecht haben, ja, der das in einer dichten Form und verdichteten Form noch mal zusammenbringt? Ich lese jetzt gerade diesen Bildband von Jürgen Schewera über Hans Eisler. Da kommt mir das auch noch mal so zu Bewusstsein. Also, na klar, wir kriegen keine proletarische Kultur mehr zustande, wie wir sie in den 20er, 30er Jahren hatten. Aber irgendwie haben wir doch das Potenzial, solche Gedanken nach vorne zu tragen und unsere Zukunft wieder in einer ehrlichen, wahrhaftigen, aber auch schönen und interessanten Form zu zeichnen. Und da brauchen wir in der Tat das Material unserer Intellektuellen. Also ran damit. Oder Dieter, willst du gleich darauf antworten? Gut. Also ich beziehe mich mal auf das Buch. Es liegt ja vor, man kann es runterladen und lesen. Ich finde das Buch aus drei Gründen gut und wichtig. Erstens wegen der Gegenstandsbestimmung, also der Regulation einer künftigen solidarischen Gesellschaft. Diese Frage wird in der Linken so gut wie überhaupt nicht gestellt. Bei den politischen Akteuren schon gar nicht. Ich war 15 Jahre Wirtschaftsreferent im Bundestag. Ich weiß, wie die ticken und die denken. Von heute auf morgen, manchmal auf übermorgen, aber mehr nicht. Reagieren nach Kassenstand und Nachrichtenlage. So ist die geistige Situation dort. Da ist nicht viel zu erwarten. Also wenn, dann kommt das von außen. Und Politiker werden dem sich vielleicht anpassen und Ideen aufnehmen, aber ganz bestimmt nicht selber entwickeln. So, diese Gegenstandsbestimmung mit dem Zentralbegriff Regulation ist wichtig, darüber wird nicht gesprochen. Soweit es überhaupt Sozialismusdiskussionen gibt, die gibt es ja fast gar nicht mehr, erfolgen sie in der Regel mit einer Zuschreibung von Adjektiven. Es soll ökologisch sein, sozial sein, demokratisch sein, partizipativ, gendergerecht, klimagerecht und so weiter. Das ist fast das gleiche Vorgehen wie bürgerliche Parteien, wenn die ihre Parteiprogramme schreiben. Die nennen auch ein paar schöne Vokabeln, so machen wir das auch. Viel mehr kommt da nicht. Und deswegen ist der Appell, sich mal den politökonomischen Grundlagen zuzuwenden und sie modern wieder, also moderne Antworten darauf zu geben, vollkommen richtig. Es ist auch richtig, das mit dem spezifischen Begriff Regulation zu machen, denn die heutige reformistische Praxis, die wir überall sehen, die im Bundestag nahezu in jeder Sitzungswoche besprochen wird, weil es so viele Aufgaben gibt, die läuft natürlich immer unter diesem Stichwort, weil permanent geht es um Anpassung von Gesetzen hier, Verordnungen dort. Es ist ein permanenter, sozusagen eine permanente politische Regulation, die stattfindet, gerade in den entscheidenden Bereichen von Energie, Klima, Verkehr, Umwelt und so weiter. Der Energiesektor wird seit 20 Jahren nahezu im Wochentakt reguliert. Darauf sich zu beziehen, ist völlig richtig. Die Frage ist nur, wie kommt man da raus, dass man nicht nur winzige Veränderungen hier und da anmahnt, oder kleine Verschiebungen, sondern identifiziert, wo innerhalb des bestehenden Regulationsrahmen es Möglichkeiten gibt, das zu weiten, schärfer zu fassen, zu erweitern, was muss auch abgeschafft werden. Und wenn man die Fragen so stellt, dann wird es alles ein bisschen schwieriger. Denn heutzutage ist es so, dass nahezu jeder Bereich, ob Industrie und Industriesektoren, Energie, Umwelt, Gesundheit, Bildung. Das ist alles so regulationsspezifisch. Die haben alle ihre ganz besonderen Governance-Strukturen, Gesetze, dass man sich sehr gut auskennen muss, wenn man da mitreden will. Ich würde mir niemals anmaßen, sozusagen für den Gesundheitsbereich in irgendeiner Weise in die Zukunft zu blicken, weil davon habe ich keine Ahnung. Daraus sollte man die Schlussfolgerung ziehen, dass man das, was man zur Regulation sektor- und bereichsübergreifend sagt, genau definiert. Das ist, finde ich, ein bisschen ein Mangel des Buches. Denn
wie gesagt, ist alles sehr, sehr sektorspezifisch. Und deswegen müssen wir uns genau fragen, was kann man allgemein zur Regulation sagen? Da gibt es dann frige Fragestellungen, ich schicke dir das nochmal zu. Aber wie beispielsweise, wo ist Mengenregulierung, wo ist Preisregulierung sinnvoll? Was sollte aus der Logik der Sache heraus öffentlich erfolgen, was nicht öffentlich erfolgen? Wo ist Bedarfsdeckung das richtige Prinzip? Wo ist Gewinnerzielung? Und wo ist die neuen Commons-Prinzipien der richtige Ansatz? Sozusagen, dann muss man nicht in allen Einzelheiten auf die verschiedenen Felder eingehen, sondern kann dann übergreifend fragen, was ist die richtige und sektor- und tätigkeitsangemessene Regulation. Dann würde das Ganze auch ein bisschen systematischer werden. Schön wäre es, da gibt es aber leider so gut wie überhaupt kein Material, wenn man internationale Vergleiche hätte über reformistische Praktiken, die es ja weltweit, die Engpässe, die Notlagen gibt es ja nahezu überall, gemacht werden und sie dazu einen Vergleich bringen. Also zunächst mal aufarbeiten und dann sie evaluieren, gegeneinander abwägen. Das wäre ein schönes Tätigkeitsfeld für die RLS. Da könnte sie mal ausnahmsweise, wenn ich jetzt mal ganz frech sein darf, etwas Nützliches tun, indem sie Fallstudien zu einzelnen Sektoren formuliert, indem sie Dinge miteinander vergleicht und versucht rauszuholen, was wir aus diesen internationalen Bereichen lernen könnten. Darüber würde dann sowas werden wie, ich habe das Dagmar schon vor 3 Jahren vorgeschlagen, kommt aber leider nichts, eine Tatenbank. Ja, die realen Taten, die in der Welt passieren, die uns Beispiel sein könnten, die muss man aufarbeiten. Und das sozusagen das übertragbare Potenzial, die Skalierungspotenziale darin identifizieren. Und dann könnten wir über Regulationsideen auch anders reden. Ich könnte jetzt ganz lange reden, mache ich aber nicht. Eins noch, es gibt ein ziemlich gelungenes Papier zur Regelung all derjenigen Bereiche, die ökologisch sinnvoll sind. Nämlich den Aktionsplan Klimagerechtigkeit der Bundestagsfraktion. Die hat auch mal was Gutes gemacht vor 2 Jahren. Da stehen sehr, sehr konkrete Regulationsideen zu einzelnen Bereichen drin. Das sollte man, wenn es denn schon vorliegt, auch vielleicht aufgreifen. Eine kleine Frage. Okay. Und zwar, erstens wäre es schön, wenn diejenigen, die zur Intrug gehören, sich den anderen auch bekannt machen. Das heißt, wenn sie anfangen zu reden, mal sagen, wie sie heißen. Und zum anderen wäre es schön, das habe ich meinen Studis auch immer vorgeschlagen, wenn man es sich dann kurz hält, ne? Mein Name ist Stefan Krüger und ich bin seit Jahrzehnten Mitarbeiter der Sozialistischen Studiengruppe, Herausgeber der Zeitschrift Sozialismus, habe auch nach 1990 verschiedene Landtagsfraktionen der PDS, unter anderem die Brandenburger, mehrfach beraten mit Konzepten zur regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik. Und bin außerdem seit einigen Jahren auch Fellow bei dem Institut für Geschichte und Zukunft der Arbeit. Ich würde da in vielen Punkten mit Dieter vollkommen d'accord gehen. Und was die linke Erzählung angeht, denke ich, brauchen wir schon sozusagen das Moment der Verdichtung oder besser noch der Synthese. Das heißt nicht anything goes. Also im Sinne der Aufsummierung und dann ist irgendwie die Summe mehr als die einzelnen Teile, sondern es braucht schon ein organisierendes Zentrum. Was kann das sein? Wenn ich das Buch geschrieben hätte von dir, hätte ich nicht Regulation an den Anfang gesetzt, sondern den Begriff der Betriebsweise. Betriebsweise als umfassende Kategorie, rekurrierend auf Marx. Der hatte die Betriebsweise der großen Industrie im Sinne ökonomischer Strukturen, sozialer Strukturen, politischer Rückwirkungen, 10-Stunden-Bild und so weiter, für England damals dargestellt unter der Prämisse, dass Großbritannien der Weltmarkt im York war.
Wir hatten eine zweite Betriebsweise, da hast du darauf hingewiesen, die ausgehend vom New Deal in den 30er und 40er Jahren dann eine Veränderung der ökonomischen Verhältnisse mit der Differenzierung der Distributionsverhältnisse, der neuen Währungsverhältnisse mit den inkonvertiblen Zentralbanknoten bis hin also zum Sozialstaat hatte und unter der Führung der USA lief. Und was wir gegenwärtig erleben, durchaus krisenhaft, ist die Herausbildung meines Erachtens einer dritten Betriebsweise, die unter den Stichworten Dekarbonisierung oder Ökologisierung der Produktion, Schlichtung der Stoffkreisläufe und der Digitalisierung ökonomischer Prozesse, die weit über die Produktionsbereiche hinausgehen und bis in die individuellen Lebensverhältnisse wirken, reicht. Und diese Betriebsweise ist sozusagen in statu nascendi. Sie ist noch keineswegs in keinem Land vollends entwickelt. Sie ist wahrscheinlich auch nicht unter der Prämisse einer einzigen Hegemonialmacht entwickelbar, sondern eigentlich nur in einem, wenn man das weiterdenkt, kooperativen Szenario verschiedener großer Mächte. Und sie wird auch meines Erachtens an der Schwelle, das ist dann ja die Frage des Überwindens des Kapitalismus in Richtung einer neuen sozialistischen Gesellschaft, nur möglich sein, wenn sozusagen insbesondere die Digitalisierung und die damit zusammenhängenden sozialen Verhältnisse nur unter sozialistischen Prämissen im Sinne eines Marktsozialismus, ich bin da Fan von und würde das hart vertreten, sich entwickeln können. Das schließt dann auch die ökonomischen Fragen ein, dass man sagen muss, was ist sozusagen das Primäre auch im Sozialismus, die dezentrale Ressourcenallokation, dann sicherlich auf Basis veränderter Eigentumsverhältnisse, gemischter Eigentumsformen und die dann auch bestimmte Rahmensetzungen implizieren. Und das würde ich sozusagen dann auch nochmal in der Interpretation der chinesischen Entwicklung nach 1978 interpretieren wollen. Weil das haben sie gelöst, indem sie in einem langfristigen Prozess von der sozialistischen Warenproduktion von der Warenproduktion im Sozialismus zur sozialistischen Warenproduktion fortgeschritten sind und damit eigentlich eine ganz zentrale Prämisse einer modernen Sozialismuskonzeption erstmal nur im Bereich der Ökonomie umgesetzt haben. Zwei Wortmeldungen, Dieter. Können wir das noch machen oder wollen wir erstmal einen Break machen? Ja? Okay, dann nehmen wir die beiden Wortmeldungen noch und würden Dieter dann Gelegenheit geben, zu den aufgeworfenen Fragen oder Positionen noch Stellung zu beziehen. Ja, Dr. Leah Campbell, University of Melbourne. Wir fragen uns die ganze Zeit, wie man politische Bildung organisieren kann, also die Kuh- und Propeller-Probleme angehen kann. Indem man also diese Taten, die du eben auch erwähntest, die Datenbank der Taten international aufgreift und das auch zur Verfügung stellt, gerade für Leute, die damit überhaupt keine Anknüpfungspunkte haben. Also meine Frage wäre, wie kann man sozusagen politische Bildung heute organisieren und muss man? Denn wir haben an Occupy gesehen, dass sowohl die Kenntnisse der politischen Ökonomie als auch der Geldwirtschaft und so weiter überhaupt nicht bekannt sind. Das heißt, die Aufklärungspotenziale muss man erstmal, oder das Aufklärungspotenzial muss man erstmal schaffen, um diese Fragen dann auch politisch zu lösen, gemeinsam. Also wie könnte die Struktur aussehen einer politischen Bildung, die sich global verhält? Josef Göbel, ich bin Rentnertheologe, kein pensionierter Theologe, das ist ein Unterschied. Ich wollte erstens danken, dass Sie an die große Erzählung schon bei der Bibel anknüpfen. Die haben wir leider nicht gemeinsam fortgesetzt, weil wir große Erzählungen geneigt sind, dann auch abergläubisch zu behandeln, auf allen Seiten, auch auf der sozialistischen. Ich wollte aber eine andere Frage, diese Regulation, das hat mich angezogen für den heutigen Abend, anknüpfen, dass diese einzelnen Regularien, die alle nützlich sind, wie Sie betonen, die haben ja eine Grundlage in der Eigentumsfrage. Sonst ist unser Spielraum gering. Und Sie kennen sicher Peter Ruben und Nikolaus Hartmann, von denen haben wir uns nach der Wende als Aktionskreis Halle sehr anregen lassen.
bei dieser Feststellung, das Eigentum muss gespalten sein in typisch Gesellschaftliches und typisch Privates. Die sagten ja damals, wenn ich ihn recht verstanden habe, Produktionsmittel müssen privat sein, in verschiedensten Formen, Eigentumsformen, gesellschaftlich auch, aber in privater. Und Grund und Boden müssen gesellschaftlich sein. Damit die Gesellschaft eine Handhabe hat, zu regulieren. Sonst steht sie dann immer nur da und muss in Aktualitäten, wie Sie sagten, schwimmen. Und dieses ist wichtig und da gibt es gute Ansätze, zum Beispiel den Geldverkehr zu Gesellschaften. Gibt es einen Verein, Monetative, ein Josef Huber aus der Schweiz, ist der Chef dieses Vereins, die werben dafür, dass die Monetative eine ähnliche gesellschaftlich unabhängige Instanz ist wie die drei anderen Instanzen. Und das sind diese Ansätze, also kurzum, die Eigentumsfrage kann nicht vermieden werden, aber das Eigentum, die Wucht des Eigentums ist die Grundthese von Peter Ruhm, wenn ich ihn recht verstanden habe, muss gespalten sein, damit die Gesellschaft produktiv ist und zugleich gemeinsam bleibt. Danke. Ja. Ich finde die Diskussion für mich sehr anregend, weil ich meistens dazu nicht sagen kann. Also natürlich der erste Beitrag, da kann ich zustimmen. Eine Utopie ist was Schönes und die Linke braucht sie unbedingt, glaube ich. Und auch da würde ich ein bisschen auf Bloch zurückkommen wollen, für den es wichtig war, von konkreter Utopie zu sprechen. Das heißt, von Utopien, die irgendwie noch irdisch verankert sind in dem, was machbar ist. Er hat sozusagen den Traum als Utopie nicht abgelehnt, sondern sah auch in Träumen, in einem Teil der Träume zumindest die Fantasie, die für eine Utopie notwendig ist, betont er aber immer, Utopie muss rückgebunden sein an das Konkrete, Machbare. Und in dem Sinne würde ich dir gerne zustimmen. Und dann kam Hans, der erstmal, wie man das so macht in der Diskussion, gesagt hat, es ist schön, dass du den Gegenstand gewählt hast, aber noch schöner wäre es, wenn du ihn besser behandelt hättest. Ich kann dem nur zustimmen. Also ich glaube schon, dass ich auf der einen Seite schon bestimmte Verallgemeinerungen versucht habe zu treffen. Ich habe erstmal, was ja nicht selbstverständlich ist, anknüpfend an Eric Orrin Wright, den mehrjährigen Chef der amerikanischen soziologischen Gesellschaft, rückgreifend auf ihn, aber auch so mit meinen eigenen Überlegungen deutlich gemacht, Regulation verläuft im Grunde genommen in einem Dreieck, wenn sie funktionieren soll. Sie braucht auf der einen Seite eine starke strategische Komponente, braucht eine starke Komponente von Strategie, Prognose und Planung. Und meine Aussage war, die Bundesrepublik leidet darunter, dass sie dies ganz wenig hat. Ich habe zum Beispiel den Bachmann, den langjährig im zentralen Kanzlerbereich arbeitenden hohen Beamten zitiert, der darauf verweist, wie ewig das Kanzleramt gebraucht hat, um überhaupt zu Umweltfragen eine Arbeitsgruppe zu etablieren. Und als sie die dann etabliert hatte, hatte sie keine Leute. Und als sie die Leute hatte, hatte sie nur ganz wenig. Und die wurden von allen Seiten bekämpft und hatten keine Weisungskompetenz und so weiter. Also es fehlt zentrale strategische Kompetenz.
Ich lese gerade in einem Buch von Nila Rümelin zum Ukraine-Krieg die Klage, dass es der Bundesrepublik an einer Kultur der Strategie mangelt. Sie hat sie einfach nicht. Und du hast das für die Linke, aber gültig auch für die anderen Parteien beschrieben, dass das so ist. Und ich habe versucht, erstmal stark zu machen, dass es darum geht, eine langfristige strategische Arbeit und Planung zu etablieren, die so nicht da ist. Exemplarisch kann man das zum Beispiel an der Lausitz zeigen, wo es beispielsweise einen Katalog gibt, du hast doch selber dazu gearbeitet, glaube ich, einen Katalog gibt von 160 verschiedenen Wünschen, die so angemeldet wurden. Ich glaube, Uwe hat das mal einen Wunschkatalog genannt und hat das kritisch kommentiert. Und es gibt eigentlich gar keine zentrale Institution, nicht mal für diese kleine Lausitz, die kompetent eine Strategie der Restrukturierung hat, sondern es gibt ganz verschiedene Konzepte, die aber auch nicht gebündelt werden und die nicht auf einen Punkt gebracht werden und wo auch gar keiner dafür kompetent ist. Und auch die Kanzleien bei den jeweiligen Bundestags... bei den Länderchefs... Staatskanzleien, die sind eigentlich auch nicht kompetent. Jedenfalls bündeln die selten was Richtiges. Und dann entsteht eben, dass da und dort Firmen sich niederlassen und dann gibt es daneben eine Bushaltestelle, für die es gar keine Buslinie gibt und alle möglichen Merkwürdigkeiten. Und ich habe dann versucht, ein paar Probleme zu markieren, die bei der Etablierung solcher langfristigen Planung zu bedenken wären. Dabei ist eine erste Frage die Eigentumsproblematik mit einem Plädoyer für hybrides Eigentum, so kann man das auch bezeichnen, dass in wichtigen Bereichen, ich würde ein bisschen mir erlauben, also zu fragen, ob die Trennung zwischen gesellschaftliches Eigentum für Grund und Boden und Privateigentum für den gesamten Produktionsbereich, ob das die richtige Trennung ist, ob es nicht darauf ankäme, für bestimmte strategisch relevante Bereiche innerhalb auch der Produktion für gesellschaftliches Eigentum zu plädieren. Für andere Bereiche, da folge ich Hans, wäre es wichtiger zu bestimmen, wo sollen Commons, die sich in der Hand begrenzter, selbstverantwortlicher Akteure befinden, wo sind die am meisten angebracht? Also beispielsweise für regionale Waldbestände, für bestimmte Komplexe von Flussläufen und so weiter. Rainer Land hat sich da mal dafür stark gemacht, bestimmte Gesellschaften zu bilden, die für überschaubare Bereiche die Selbstverantwortung für Commons übernehmen, während ich nicht so ganz folgen kann einer Konzeption, die habe ich auch im Buch dargestellt, dass die Summe von verschiedenen dezentralen Commons per Computerrechnung dann eine zentrale Planung ergeben würden. Das halte ich für eine absolute Illusion. Das wird nicht funktionieren. Wird aber von österreichischen Ökonomen gerne vertreten und mit starkem Plädoyer und publiziert und so weiter. Eigentumsfrage, zu wissen, wo welche Art von hybridem Eigentum am Platze ist, das halte ich schon für wichtig und entscheidenswert. Wobei immer wichtig ist, dass für den Zugang zu den elementarsten Lebensbedingungen für freie Selbstentfaltung der Individuen Gemeineigentum zu präferieren ist. Aber das kann in kommunaler Hand liegen, das kann in gesellschaftlicher Hand liegen, das kann in Landeseigentum liegen. Auch da wäre konkreter zu sagen, was denn in diesem Fall immer gesellschaftliches Eigentum wäre.
und wer denn die Eigentümer sind, die dann auch kompetent entscheiden können. Und dann habe ich eine Frage aufgeworfen, was ist denn, wenn für wenige Fragen, für wenige zentrale, entscheidende, strategische Fragen eine zentrale Planung entscheiden müsste und eigentlich schon in der Gegenwart überfällig ist, eine solche Institution zu haben, wie immer die dann auch zustande käme, damit sie demokratisch sei. Aber in der Zukunft muss die sein. Und wenn die entscheidet und wenn dann aber die Marktsignale andere Signale sind, was ist denn eigentlich dann? Dann kann man nicht sagen, automatisch entscheiden dann die Marktsignale. Man kann auch nicht sagen, automatisch hat die Planungszentrale recht. Dann muss es Aushandlungsprozesse geben. Dann wäre zu bedenken, was sind denn dann Schiedsverfahren und Kompromisssuchungsverfahren, was sind denn dann Schlichtungsverfahren und wie setzen die sich zusammen aus Repräsentanten zentraler Planungsorgane, Finanzorgane, regionale Organe, dezentrale Projektverantwortliche, Verantwortliche für Commons und so weiter. Und natürlich Unternehmen, die ihre Gewinne machen müssen am Markt. Und wenn die da nicht bestehen, dann werden sie eben nicht bestehen. Also das wäre eine der Fragen, über die zu entscheiden wäre. Und dann entstand die Frage bei dem Nachdenken über strategische Planung. Das muss ja mal eine Planung sein, die das Gemeinwohl im Auge hat. Aber wie kommt denn eigentlich Gemeinwohl zustande, wenn es im Grunde genommen millionenfache Gemeinwohle gäbe und gibt? Gibt es manchmal sehr kurzschlüssige Positionen, auch bei uns im Hause. Sabine Nuss, die ich außerordentlich schätze, ist der Ansicht, dass der Markt abgeschafft gehört, weil die Leute alle klug genug sind im Sozialismus, um zu wissen, in welchen Proportionen sie für wen zu produzieren haben. Stefan Krüger hat sehr überzeugend in seinem Plädoyer für sozialistische Marktwirtschaft deutlich gemacht, dass das so nicht funktionieren wird, sondern dass es schon eine starke Komponente der Marktregulation geben muss. Aber da muss man auch, glaube ich, entscheiden, was macht denn nun staatliche Wirtschaftspolitik? Was macht der Markt? Und wenn die sich nicht automatisch übereinstimmend begegnen, wie wird denn dann entschieden? Dörrer hat vorgeschlagen, da muss es dann auf allen Ebenen Transformationsräte geben. Aber dann gibt es ja noch die Parlamente, die eigentlich demokratischerweise gewählt werden. Und die dürfen, ja, die würden in einer gewissen Konkurrenz sich befinden, aber wie ist das Verhältnis dann zueinander zu regeln auf demokratische Weise? Also zu der Frage, die Hans aufgeworfen hat, wie würde denn das irdisch, konkret und feldbezogen aussehen, trotzdem verallgemeinerbar, bin ich überfordert. Ich finde, ich bin zu einem bestimmten Punkt gekommen in dem Buch, habe eine Reihe von Problemen aufgeworfen und bilde mir nicht ein, die gelöst zu haben. Sondern das Anliegen war eigentlich, Hans hat das auch noch mal eben selber formuliert, ich habe beobachtet, dass wir über Sozialismus diskutieren, wenn wir über Sozialismus diskutieren, aber nie, oder fast nie, wie der denn reguliert werden würde und wie man da eigentlich hinkommt, mit welcher Regulation. Und dabei gibt es natürlich viele Ausnahmen. Ich habe dann im Buch Stefan Krüger natürlich genannt, ich habe auch andere genannt, die aber mit ganz unterschiedlichen Konzepten daran gehen, zu sagen, was denn Regulierung dann wäre. Aber erstmal muss man ja so ein Feld aufmachen und muss sich darüber im Klaren sein, dass es x verschiedene Auffassungen der Linken gibt, was denn Regulierungsweisen wären. Und und das Buch sollte eigentlich ein Diskussionsanstoß sein und ich habe auch schon hier in der Diskussion gesagt, ich bin da wahrscheinlich überfordert, wenn ich da was Vernünftiges, Lösungsgültiges sagen sollte. Kann ich nicht. Und dann war das Problem mit der Betriebsweise. Das müsste man mal miteinander bereden. Also mir ist schon klar, dass in Hamburg eine gewisse Schule existiert, die es stark mit der Betriebsweise hat. Joachim Bischoff und du und andere
die vertreten dieses Konzept der Betriebsweise. Und ich habe immer das Gefühl, da ist was dran. Und dann habe ich das Gefühl, das ist mir doch so ein bisschen nicht so richtig greifbar. Das wäre schon mal wert, gemeinsam zu debattieren, was dieses Konzept leistet und wie es im Verhältnis zu der Ablösung einer Formation innerhalb des Kapitalismus durch eine andere Formation steht oder ob das der Begriff ist, auf den man Formation bringen kann. Da wäre schön, wenn wir im Ergebnis hier so des Auftauchens dieses Problems mal solche Diskussionen machen würden. Und ganz überfordert bin ich mit der Frage nach der Struktur. Ach so, nee, nochmal, um bei dem Problem zu bleiben, was das Buch eigentlich ausmacht. Ich habe dann versucht, für die Tendenzen, in denen man sich Planung vorstellen könnte, zu markieren. Tendenzen, in denen man sich vorstellen könnte, dass man kommt zu einem kanalisierten, gebändigten, aber doch noch regulierungsfähigen Markt zu kommen. Das ist ja nicht so einfach. Das ist ja, ein Balanceakt, die unternehmerische Qualität nicht abzuwürgen, aber den Markt mit seinem zerstörerischen Potenzial zu bändigen. Also ein paar so Probleme sind dann als Entwicklungstendenzen für den Markt deutlich gemacht. Und dann, also eine Ecke des Dreiecks, strategische Planung, die andere, einen Marktmechanismus erhalten, zu bändigen und Unternehmer freundlich zu gestalten. Und, aber eine dritte Komponente, die oft untergeht, das ist das Handeln zivilgesellschaftlicher Akteure. Ich halte diese Komponente für mindestens genauso wichtig wie die anderen beiden Komponenten, weil wir sonst keinen demokratischen Sozialismus bekommen, wenn wir diese dritte Komponente einer des zivilgesellschaftlichen Einflusses, und zwar auf die zentrale Planung, die sich nur auf weniges konzentrieren dürfte, auf den Marktmechanismus und seine Bändigung, was ja doch durch die Zivilgesellschaft in hohem Maße geschehen wird, und dort, wo die Zivilgesellschaft selbst in solidarischen Wirtschaftsformen oder durch das Verhalten der Leute, die Verhältnisse kommen ja von Verhalten, und indem die sich verhalten, die Menschen, regulieren sie ja auch. Also ich glaube, diese dritte Komponente stark zu betonen in einem Dreieck von Regulationsmechanismus ist was Wichtiges. Und nicht zu sagen habe ich zur Struktur einer politischen Bildung. Da gibt es eine ganze Truppe hier im Hause, die haben dazu was zu sagen, ich nicht. Ich kann immer versuchen zu bilden und da, glaube ich, wäre schön, wenn wir in einer nachvollziehbaren Weise bei den jeweiligen Gegenständen immer nach einer gewissen Logik der Darstellung suchen. Also es wäre wirklich schön, wenn wir logisch entwickeln würden, immer was wir bei einem bestimmten Bildungsmaterial erreichen wollen. Also die Logik finde ich ganz wichtig. Dann finde ich aber, also es würde uns als Gesellschaftswissenschaftler gut anstehen, wenn die Literatur, wenn bildende Künste, wenn Geschichten, Poesie immer mal auftaucht und wir uns nicht so Dürre geben, sondern es mit dem, sozusagen mit dem Reichtum von verschiedenen geistigen Sphären operieren. Das täte uns nicht schlecht. Und es dürfte immer eine Mischung sein zwischen theoretischem Anspruch und dem Rekurrieren auf reale Projekte und Initiativen, die es in der Gesellschaft gibt. Also man kann über Regulierung, sollte man zum Beispiel nicht sprechen, wollte ich auch in meinem Buch nicht, nicht ohne zum Beispiel auf die Kämpfe des Pflegepersonals im Gesundheitswesen zu sprechen zu kommen. Da wird Regulierung irdisch. Da mühen die sich, was in den Griff zu bekommen. Oder auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu versuchen,
nicht den Markt zu beseitigen, wohl aber eine Weise seiner Organisation in Konzernmacht, die Gemeinnützigkeit des Wohnens einfach ihr ins Gesicht schlägt. Naja, also ich habe so meine persönliche Weise, an Bildung ranzugehen. Und manchmal klappt das auch und die Leute freuen sich. Aber ein Rezept, wie Bildung aussehen soll, weiß ich nicht, kann ich nicht, bin ich auch nicht zuständig. Ja. Ja, Dieter, vielen Dank für diese sehr ausführlichen Antworten. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Die Zeit ist relativ weit fortgeschritten. Wir lassen jetzt noch zwei, maximal drei Fragen zu. Bitte kurz auf die Männer. Die Frau hat vorgemacht, die Dame, dass es auch so geht. Jetzt ist hier vorne eine Frage. Uwe hat eine. Dann vielleicht noch eine. Ja, bitte. Und dann schlage ich nämlich vor, unten warten noch Brezeln und Getränke. Man kann dann auch sehr gerne, oder auch wir alle können dann gerne mit Dieter noch dabei ein bisschen Rundfach simpeln und das dann in lockerer Atmosphäre machen. Also einmal hier, einmal hier, einmal dorthin. Das ist immer das, hört man das? Das ist immer das Pech, wenn man ganz spät zu Wort kommt, dann muss man sich ganz kurz halten. Ich fand es unglaublich interessant heute Abend. Mir schwirrt der Kopf. Am Anfang dachte ich, ich blicke einigermaßen durch. Und eine Botschaft ist bei mir angekommen, wir wissen alle unglaublich viel. Manche wissen so viel, dass ich denke, Wahnsinn, was sie alles wissen. Und dann ist was passiert, in dieser Runde auch wieder, dass im Prinzip ganz viele ihre eigene Strecke dargestellt haben. Das war da fast zuvor, glaube ich, auch mal, irgendjemand hat es immer gesagt. Dann habe ich gedacht, was stört mich das? Ich habe viel gelernt. Der Kopf schwirrt mir, ich kriege die Sachen nicht mehr sortiert. Und mein Name ist Jochen Hanisch übrigens, habe das ganz vergessen, ich bin von Beruf Planer. Ich habe Planung studiert, beschäftige mich seit 50 Jahren also mit den Misserfolgen der Umweltplanung, die ja weiß Gott nicht das erreicht hat, was wir uns mal vorgestellt haben. Und habe mich zu Beginn der Corona-Krise massiv mit der Corona-Epidemie beschäftigt. Und dann kam ich auf das, was vorhin auch schon mal genannt wurde. Wir wissen schon wahnsinnig viel und seit ganz langer Zeit. Es ist im großen Teil überhaupt nichts Neues. Meine Bibliothek ist voll mit Texten über das, was wir alles wissen. Und das keiner so richtig wissen will. Eingang, Zugänge über Literatur, über Philosophie im Rahmen meiner Möglichkeiten. Goethes Faust hat mich wahnsinnig interessiert, eine der spannendsten Literaturbeispiele, die sich mit dem Kapitalismus beschäftigt. Weswegen ich glücklich war, als ich dieses Buch von Dieter Klein in die Hände bekam, auf eine dringende Empfehlung eines Hamburger Freundes, der sagt, lies das doch mal, das dürfte dir helfen, im Grunde genommen deine Problemlagen besser zu strukturieren. Das habe ich dann auch gemacht und war dann begeistert. Und das ist genau dieses Regulationsbuch. Weil das Regulationsbuch von Dieter Klein enthält sozusagen ein Angebot an Strukturierung. Ein Angebot an Quellen, die man mal aufsuchen könnte, um vielleicht etwas herauszubekommen, wie etwas sein könnte. Es ist ein Angebot, mal über Fragen der Regulation der künftigen sozialistisch-demokratisch-ökologischen Gesellschaft auch mal nachzudenken. Und das hat sich heute Abend gezeigt, die dringende Notwendigkeit im Grunde genommen, dass dieses Leitbild, ich nenne es, er hat ein Leitbild formuliert. Wer als Planer weiß, was ein Leitbild ist. Sehr allgemein, sehr nicht immer in jedem Fall schon konkret. Es wird im Leitbild noch nicht über Währungsfragen diskutiert. Dass Währungsfragen ein wichtiges Thema ist, das wird möglicherweise in so einer Leitbilddiskussion erstmal notiert. Aber die Frage, wie, in welcher Bedeutung und welcher Relevanz das nachher für die eigentliche Fragestellung ist, das wird später im Diskurs mit den Beteiligten geklärt. Und was dieses Buch im Grunde genommen leistet, ist sozusagen diesen Leitbildrahmen zu formulieren, den wir jetzt im Grunde genommen ausfüllen müssen. Und
meine Frage wäre natürlich, welche Perspektiven gibt es da eigentlich? Denn wenn ich alles anhöre, was heute Abend gesagt worden ist, dann habe ich wieder 10 verschiedene Universitätsinstitute, die sich damit beschäftigen müssen, um diese Themen tatsächlich aufzubereiten, so dass sie auch irgendwann mal implementiert werden können in der Praxis. Weil die Zeit haben wir ja gar nicht. Also die Frage, wie gehen wir damit um? Und die Frage, praktisch leitbildorientiertes Handeln in Wirklichkeit umzusetzen, setzt voraus eben, wir müssen aufeinander hören, wir müssen miteinander reden, wir müssen Ergebnisse und Inhalte festhalten und wir müssen darüber dann diskutieren, welche Relevanz haben diese Inhalte in Bezug auf die nächstliegend dringenden Fragen. So, und das war mir dieses Buch sozusagen plötzlich wie eine Erleuchtung. Aha, wir haben jemanden, der hat das mal so dargestellt, dass wir sagen können, wir können das als Grundlage dafür nehmen, sozusagen die weitere Arbeit zu entwickeln. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Uwe Witt, bin Klima- und Energiereferent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im IFG. Dieter, du sagtest vorhin im Energiebereich, Klimabereich war so exemplarisch, wie der Bachmann dort beschrieb, dass dort so wenig Leute waren, dass da sozusagen wenig Elemente der Planung und der Regulierung offensichtlich da sind. Aber ich finde aus meiner Tätigkeit, dass der exemplarische Beispielbereich ist, wo extrem viel Regulierung, die beispielhaft, beispielgebend sogar ist, in den zentralen Fragen, um die es geht, eingezogen wurden. Nicht immer befriedigend, aber die sind da wie in keinem anderen Bereich. Also abgeleitet von den Paris-Zielen gibt es sozusagen auf europäischer Ebene die Aufteilung der Minderungsziele auf die Länder und auf den Emissionshandelsbereich. Das sind erstmal nur Ziele, aber im Emissionshandelsbereich hast du praktisch plötzlich ein festes Budget. Das ist ganz klar, wie viel Treibhausgase dürfen wann ausgestoßen werden und die sind begrenzt und daraus bildet sich dann wieder über die Verbindung mit dem Markt natürlich Preise, die aber der Deckel ist fix. Du hast übertragen auf die Mitgliedstaaten, daraus folgend ein Klimaschutzgesetz, was Sektorziel hat von Treibhausgasen und zwar nach einzelnen Sektoren jahresscharf. Wie viel Treibhausgase dürfen ausgestoßen werden? Du hast abgeleitet, hast du Ausbauziele in Terawattstunden für die erneuerbaren Energien. Richtig nach Terawattstunden und Jahreseckzahlen auf jeden Fall. Du hast ein Kohleausstiegsgesetz, wo geplant wird, ganz klar, wann gehen wir dort raus und wie wird dort abgesichert, auch wenn er zu spät ist. Und du hast eine Flächen- und Netzplanung, die parallel läuft. 2% der Landesfläche Windkraft und Netzausbauplanung und so weiter. Neben den ganzen Infrastrukturplanungen, die es im Kapitalismus schon immer gab. Das will ich gar nicht gleichsetzen. Aber das, was ich eben erwähnt habe, ist eine vollkommen neue Qualität. Und die einschließlich der Institutionen, die sich damit neu gebildet haben, wie zum Beispiel die Bundesnetzagentur und so weiter, die ganzen Stakeholder-Runden, die da bei dem Bundeskanzleramt und so weiter laufen, mit Einbindung von NGOs, alles mangelhaft. Aber alles sozusagen beispielgebend für Bereiche, die wir auf dem Ressourcenbereich zum Beispiel ausdehnen müssten. Materialplanung und so weiter. Also nicht für einen einzelnen Betrieb, sondern wie für kritische Rohstoffe zum Beispiel. Dabei will ich es belassen. Aber da gibt es mehr, als existiert. Und bei den ganzen Fragen im IFG wird immer sofort die Eigentumsfrage gestellt. Und ich habe schon seit Jahren, auch woanders, beschäftigt euch mit der Regulierung, wie sie überhaupt hier existiert schon und was daran sozusagen zu verbessern ist und was man übertragen kann auf andere Bereiche. Dafür würde ich auch sozusagen weiterhin wärmen und deshalb finde ich das Buch so gut, dass das jetzt da ist und denke mir selber, dass ich vielleicht für den Energiebereich mal selber ein Buch schreibe zu diesem Thema. Ja. Ja, hallo, mein Name ist Vanja Nitsche. Ich bin seit letzte Woche fertiger Buchhändler im kleinen Buchladen im Kalibknechthaus mit meiner neuen Kollegin Kim, die mit mir zusammen die Ausbildung am OSZ gemacht hat. Genau. Ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen, weil ich den Laden noch zumachen musste. Ich weiß nicht genau, was ich verpasst habe, aber ich würde gern was zu dem Thema Intellektuelle sagen und ich bin 30 Jahre alt. Ich habe, glaube ich, vor 5 Jahren zum ersten Mal die Rosa-Luxemburg-Stiftung mitbekommen, weil ich eine Bekannte hatte, die ein Stipendium hatte bei ihrem Studium.
Und vor 3 Jahren dann natürlich, als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich ein bisschen mehr über die Publikation mitbekommen, weil wir da eine Kooperation haben und die bei uns immer im Regal haben, sowohl im Laden als auch im Flur, wo die Linksparteiler immer langlaufen, wenn sie zu ihren Konferenzen müssen. Jetzt muss ich mich kurz sammeln. Kim hat mir das erzählt, während ich noch auf Arbeit war, und ich habe es auch hier ein bisschen mitbekommen, dass so ein bisschen despektierlich über die Linkspartei geredet wurde auch. Der Herr ist jetzt, glaube ich, auf Toilette gerade, der das meinte mit der Fraktion, dass die da irgendwie nur den Medien hinterherrennen und irgendwie so tagespolitisch aktiv sind. Ich muss sagen, ich bin halt jetzt seit 3 Jahren in der Partei und die Basisorganisationen sind teilweise nicht existent. Also da, wenn ich Leute aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Partei treffe, dann sitzen die in irgendwelchen Gremien, dann haben die irgendwelche Ämter, dann machen die berufspolitische Arbeit in irgendeiner Basisorganisation an Wahlkampfständen oder bei der Volkssolidarität oder an anderen Vereinen habe ich noch nie jemanden von der Rosa-Luxemburg-Stiftung getroffen. Das wäre für mich so ein Punkt, wo ich mich dann halt frage, warum nicht? Hier wurden sich sehr viele Fragen gestellt, warum irgendwie man nicht weiterkommt als Linke. Ich würde sagen, das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass man seit 30 Jahren mindestens die Welt sehr verschiedenartig analysiert hat hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und vergessen hat, dass es auch darauf ankommt, sie zu verändern. Und dafür müsste man halt zu den Menschen hingehen, um die es eigentlich geht, und das mit denen zusammen machen und nicht für sie, weil das funktioniert offensichtlich nicht. Ja, vielen Dank auch für die neue Interpretation oder Aktualisierung der 11. Feuerbach-These. So, Dieter, jetzt hast du die Chance, alles zusammenzufassen, was dir jetzt so im Angebot gemacht wurde. Kurz, knapp und präzise. Na, dann sage ich kurz, knapp und präzise, dass ich an mir feststelle, was ganz merkwürdig ist. Einerseits glaube ich, dass es schon richtig ist, zu beklagen, eine Unterentwicklung von strategischem Denken, Planung, Prognosearbeit in der Bundesrepublik. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, wegen kurz, knapp und präzise. Und auf der anderen Seite lasse ich mich aber sehr gerne aufmerksam machen von Uwe, von dir, dass es natürlich eine Vielzahl von Planungen gibt und davon gibt es welche, die auch greifen und effizient sind. Du hast Beispiel genannt. Neulich hatten wir ja mal eine Institutssitzung, da hatte ich ein Papier vorgelegt, wo ich mal auch für mich zusammengefasst habe, was es also an Planung Industriepolitik und so weiter gibt, auf der EU-Ebene und auf der bundesrepublikanischen Ebene. Es gibt also beides. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, das gibt es alles nicht, sondern ich nehme diese Kritik gerne an, oder diese Anmerkung. Es gibt eine Menge an Planungsinstanzen und Institutionen, Zielsetzungen und Instrumentarien. Und auf der anderen Seite, das Ganze gerät trotzdem außer Kontrolle. Und das ist eines der gravierenden Probleme. Wie sehr das außer Kontrolle gerät, merkt man am Beispiel des Ukraine-Krieges, wo es nun wirklich gar keine Strategie gibt. Keine Strategie des Ausstieges und so weiter. Das ist eine andere Ebene, weiß ich. Aber ich fasse mal für mich zusammen, dass wir einen Blick dafür behalten müssten, von welcher Ebene wir jeweils sprechen und dass wir die ambivalenten, entgegenlaufenden Prozesse immer wahrnehmen müssten und in ihrer Relation zueinander einschätzen, abwägen und uns dann dazu positionieren müssen, jeweils hinhören, was der diese andere Position vertritt, dabei zu sagen hat. Ich will gar nicht mehr sagen. Ich möchte mich herzlich bedanken und finde, für mich war es jedenfalls anregend. Dankeschön.
denke auch für Sie anregend, auch das Buch dann herzunehmen. Mich reizt es trotzdem doch noch eine Bemerkung zu machen, was die Kolleginnen und Kollegen der Rosa-Luxemburg-Stiftung anbetrifft. Ich kenne sehr, sehr viele, die auch ehrenamtlich engagiert sind, die nicht nur hier im Haus oder in den Landesstiftungen sitzen, sondern die sich durchaus auch an anderen Orten auch für die Linke aktiv einbringen. Dass das immer alles auch noch möglich ist, sich weiterzuentwickeln, da stimme ich zu. Das haben wir, glaube ich, an sehr, sehr vielen Stellen. Aber ich kenne, wie gesagt, viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch als Linke engagieren in Initiativen, in Selbsthilfegruppen, bei der Ukraine-Hilfe und so weiter und so fort. Also ich würde so pauschal nicht stehen lassen wollen, vielleicht das nur so weit. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier gewesen sind, dass Sie mitdiskutiert haben, dass Sie Lust haben an einem solchen Streit über möglicherweise auch eine gesellschaftliche Alternative, die Wege, die wir dorthin kommen und wie sie denn tatsächlich organisiert, reguliert sein könnte. Und was wir heute festgestellt haben, alle miteinander, da gibt es Bedarf. Und dann sollten wir diesen Bedarf auch künftig decken in der Stiftung. Aber ich glaube auch bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an diesen Themen arbeiten, die sich hier mit einbringen in den Diskussionsrunden, die wir haben. Insofern, politische Bildung findet an der Stiftung natürlich auch an ganz vielen Orten statt. Und wir sind inzwischen auch dabei, das auch international zu vernetzen mit anderen Sprachen und so weiter. Also da gibt es einiges. Ich verweise einfach mal auf die Website, dort mal hinzuschauen. So, das war jetzt sozusagen mein letztes Wort. Ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, Effi Bülke hat schon gesagt, es sind Brezeln noch unten, vielleicht ein kleines Gläschen Wein, wenn Sie möchten. Können wir noch miteinander trinken, noch ganz entspannt, noch das eine oder andere Wort zu wechseln. Wie gesagt, der nächste Literatursalon wird dann am 5. April stattfinden. Und da haben wir zu Gast Daniela Dahn. Also heute einen schönen Abend Ihnen noch. Kommen Sie gut nach Hause, hoffentlich einigermaßen trocken. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.